Ist kurz nach fünf immer wieder aufgewacht, nicht einschlafen können. Aus was war's ich was für Gründen? So, Kaffee-Wettercheck und auf geht's. Sieben Flüge stehen an. TFA gibt's. Der Cody ist kein einziges Mal durchgeflogen. Jedes Mal außenrum. Vielleicht funktioniert das doch nicht mit dem Durchfliegen. Naja, mal sehen. Das Wetter war gestern auf jeden Fall gut genug, dass er alle Flüge machen konnte. Ich hoffe, ich habe das gleiche Glück. Viertel nach. Nee, fünf vor halb sieben. Das heißt, ich bin wieder 10, 15 Minuten später weggekommen als geplant. Ich muss jetzt mal den Verkehr checken. Die Sonne geht offiziell um 5:45 auf. Das heißt, sie ist schon aufgegangen. Sieht man aber nicht, weil da eine fette Wolkenschicht ist. So, ja, heute soll das Wetter größtenteils schön bleiben. Schön Trade Winds, also schön aus dem Osten kommend. Natürlich ist dieses TFA da. Und ich kann nicht über die Kaneohe Bay fliegen. Aber es macht nichts. Dann kann ich die Stairways to Heaven hier und da mal zeigen. Diesen Trail. Ja. Wenn die Wolken nicht zu tief sind. Denn die Spitze dieses Trails ist meistens in Wolken gefangen. Ist aber auch völlig wurscht. So, auf geht's. Oh, bin müde. Wenn der Kaffee wirkt einigermaßen, aber das hoffe ich, jetzt komme ich einigermaßen entspannt zur Arbeit. Das werde ich jetzt genau in 3 Minuten wissen, wenn ich den Verkehr gecheckt habe. 35 Minuten soll ich angeblich brauchen. Ich benutze jetzt immer die Express Lane. Ich meine, es lohnt sich. Wenn ich einmal ein Ticket bekomme für 100, 200 Dollar, dann lohnt sich das schon. Also, je nachdem, ne? Denn ich hole da immer 5 Minuten raus. Zurzeit soll ich genau um 1:07 ankommen, was okay ist, denn der Flug geht ja nicht um 8:10 los wie die CIO, sondern um 8. Allerdings planen wir natürlich immer mit 8:10. Komm, wenn der erste Flug früher startet, dann sind wir nicht direkt nach dem ersten Flug behind. Also ich brauche eine kleine Lunchpause heute bei 7 Flügen. Bis zur Lunchpause 4 Flüge, danach nochmal 3. Ein ganz normaler, voller Tag. Was morgen geht, ich habe keine Ahnung. Ich fliege ja wieder mit dem neuen und angeblich soll der zweite Helikopter morgen zurück sein. Das wäre natürlich zum einen gut, zum anderen muss natürlich irgendjemand die Checkout-Flights machen. Der Einzige, der dazu in der Lage ist, weil ich ja nur mit dem neuen fliege, hier mit den nächsten 2 Tagen, bin ich. Boah, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weißt du, da vergeht ohne Ende Zeit und aber man sammelt halt keine Flugstunden bzw. wird dafür bezahlt richtig, denn man fliegt halt nicht. Man macht halt nur diese komischen Ground Runs, hovert rum, macht die Flight Control Checks und macht eventuell einen 0.1 Flugcheck. Aber das steht auf jeden Fall an, denn der muss ja ausgecheckt werden von dem Piloten. Gott. Der Stau wird auf jeden Fall jetzt schon krasser. Ey, ich weiß nicht, was in meinem Auto hier los ist, aber der qualmt und stinkt. Das kann doch nicht wahr sein. Was haben die denn da gemacht, ey? Ich hoffe, ich komme nicht. Was ist denn da los jetzt? Ich hoffe, da verbrennt nur irgendwas, was da irgendwo auf ein heißes Dingsbums fällt und ansonsten ist der in Ordnung. Ey, der qualmt! Mein Motorraum qualmt. Und es riecht richtig übel. Oh, verflucht doch mal, ey. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich glaube nicht, dass die Expressline heute die schlaue Alternative ist. Denn hier ist mehr Stau als auf der Hauptspur. Hey, wenn
wenn hier ein Unfall passiert, ne, auf dieser einspurigen Bahn, dann ist hier Stillstand für Ewigkeiten. Ja, mein Auto hat aufgehört zu qualmen. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass da ein bisschen Öl hier und da, was weiß ich, wohin gespritzt ist und das einfach verbrannt ist. Aber das roch anders als verbranntes Öl. Ja. Ich will mal wissen, was die da... Gestern auf dem Weg nach Hause von der Werkstatt ist das nicht passiert. Aber heute Morgen, als ich gebremst habe, auf dem Berg runter, ey, da muss man immer bremsen. Auf dem Berg wohnen ist nicht gut für ein altes Auto. Plötzlich qualmt das und stinkt das. Dein Glück ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, ohne Ende Stau. Wie vermutet. Freitag soll es eigentlich immer besser sein, habe ich schon öfter erwähnt. Ist es aber nicht. Nicht heute. Ja, hier zwischendurch noch eine zweite Auffahrt für die Express Lane. Wäre ich jetzt die normale Spur gefahren und wäre hier erst aufgefahren, wäre die 6 Minuten, wäre ich 6 Minuten schneller gewesen. Jetzt komme ich nur nach 7 an. Ja, wenn der Stau direkt anfängt da bei der Express Lane, dann weiß ich das nächste Mal, nehmen die nicht mehr. Raus kommt man ja nicht zwischendurch. Eieiei. Fantastischer Start in den Tag. Boah, ist das warm. So, 5 Flüge sind vorbei, 2 kommen noch. Mein Rücken bringt mich schon wieder um, Mann. Ist denn das schon wieder? Ich dachte, das Drama hätte ich hinter mir, war Fehlanzeige. Boah, ich bin so im Sack, Mann. Und nachher, gleich stehe ich eventuell natürlich im Stau, ist Freitag. Ja, Hauptsache meine Karre qualmt nicht. Ich muss nachher mal im Motorraum gucken, was da los ist. Ob die da zu viel Öl reingefüllt haben oder zu wenig oder meine Kühlflüssigkeit schon wieder weg ist oder sonst was. Oh, 2 Flüge noch. Es gab zwischendurch mal ein ganz kleines Trinkgeld. Es liegen noch 3 Briefumschläge in meinem Postfach von letzter Woche. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber okay, nehme ich. Kein Bock mehr. Boah, bin ich im Sack, Mann. So, es gab noch mal einen Briefumschlag. Jetzt habe ich 4. In einem war $30 drin. Das weiß ich schon. Boah, Mann, ey. Das war vielleicht nervig. 7 Flüge. Und super windig. Morgen bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Und es geht natürlich mit der CIO um 7.50 Uhr los. Und die Krönung ist, wir haben nur einen Helikopter natürlich morgen. Und da kommen 12 Leute rein, die in der CIO fliegen wollen. Und dann muss ich 2 CIOs hintereinander fliegen und der nächste Flug ist bereits um 10. Das schaffe ich nie. Wie soll das gehen? Das heißt, ich bin direkt spät dran. Ich habe den ganzen Tag vollgepackt. Aber der neue soll reinkommen, um Run-Ups und den Checkflug zu machen. Da bin ich auch mal gespannt. Ob der, also angeblich soll ich dem das erklären, wie das geht. Aber der Koji kommt vielleicht rein, macht das. Denn ich habe keine Zeit, Mann. Und dann haben wir am Montag wieder 2 Helikopter. Das heißt, am Montag, ja gut, das würde ich gar, ich bin trotzdem Nummer 1. Und der Neue kann nur mit mir zusammenfliegen, wie vorher. Oder am Sonntag. Quatsch, wir haben ja erst Sonntag. Wir haben nur noch Sonntag dazwischen. Das sind 4 Tage, ja. Oh. Aber Montag sind wir immer zu dritt auf dem Schedule. Glaube ich. Ja, sobald der Gewässli ausgecheckt ist, wird alles auf resettet. Zurzeit habe ich ja 26 Stunden mehr als der Koji und 15 Stunden mehr als der Markus und so weiter. Das wird alles resettet auf 0. Sobald der ausgecheckt ist. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Das heißt, ich bin da nicht mehr irgendwann die Nummer 2, sondern... Ja, ist ja völlig Latte. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr froh, wenn ich zu Hause bin, mir 1-2 Rippen reinziehen kann, ein Smoothie, Erdbeer-Banane, habe ich Bock. Und... Ja, toll. Da muss ich nach 2 Stunden direkt ins Bett. Das war vielleicht eine kurze Nacht wieder. Ich bin um 11:30 irgendwann eingepennt, um 5 Uhr raus, zwischendurch aufgewacht. Ey, Mann. Mein Rücken ist total im Sack, Mann.
Ey, der war gerade wieder gut, weil sie nie gespürt. Und jetzt, boah, Alter. Furchtbar. Also es gibt hier so eine Frucht, die habe ich mitgenommen. Nicht, weil sie mir jetzt sonderlich gut schmeckt, sondern weil da ein Samen drin ist. Das hier ist so ähnlich wie eine Litschi. Weißt du, sieht so ähnlich aus. Heißt aber anders. Die haben mir hier den Namen aufgeschrieben. Die heißt Rambutan oder Hula Berry. Hula, also alles ist ja Hula, Aloha, was weiß ich was. Auf jeden Fall Rambutan Berry. Habe ich noch nie gehört. Habe ich vorhin mal probiert. Also sieht genauso aus wie eine Litschi. Ist genauso glitschig, ist so weiß, weißt du, so schleimig und alles Mögliche. Aber schmeckt irgendwie super süß. Weil hier ist ja alles super süß. Mal gucken, ob ich die Beere einpflanzen kann. Naja, ich hatte heute einen Kotzer. Zum ersten Mal nach was weiß ich was, wie langer Zeit. So ein Typ, der junge Bursche, der hat einfach gekotzt. Natürlich nicht Getrinkgeld. Und dadurch ging ein bisschen was daneben. So, ich habe von der Luft auch schon gesehen, Stau. So, wieder zu Hause. Um genau 6 Uhr. So, ja, der Kefir, den ich gestern angesetzt hatte, der ist wieder überfermentiert, genau wie der jetzt. Das geht jetzt schneller als 12 Stunden. Ich habe das heute Morgen angesetzt, ich bin ja nicht mehr als 12 Stunden weg. Werde ich jetzt direkt verbraten in einem Smoothie und dann lege ich mich erstmal eine halbe Stunde hin. Und dann muss ich noch ein paar, boah, 9:30. Eine halbe Stunde müsste ich im Bett liegen, aber ich gucke mir jetzt noch die Serie zu Ende an. Es dauert alles viel zu lange. Oh, diese beiden ziehe ich aus morgen, ne? Ich habe 6 oder 7 Flüge wieder. Elendig langer Tag. Nein, wenn das Wetter wie heute ist, dann ist es ja ganz gut. Es war nur windig. Keine Wolken. Also tiefe Wolken, Problemwolken, kein Regen. Wie das Wetter wird, weiß ich gar nicht. Es wird jetzt wieder schlechter nächste Woche. Also, ja, ich bin ziemlich im Sack. Also, versuchen wir mal zu pennen.